fehlt mir ein bisschen hier. Guck mal, Till, das ist doch wie in Hamburg. Was ist denn hier anders als in Hamburg? Also für mich ist das so eine kleine Flucht aus dem Alltag. So ein Hauch von Freiheit und Abenteuer. Mit dem Motorrad ist halt sehr dynamisch. Man ist mittendrin in der Luft, durch die Natur. Man kriegt viel mehr mit von Gerüchen, von Eindrücken, von Geräuschen. Und hier lässt sich so für mich die Umgebung von Köln besser und spaßvoller genießen und kennenlernen. Und dann auch, wenn man jetzt überlegt, so wenn man so ein kleiner Narr für so Maschinen und für Motorräder oder so oder Motoren ist, ist es natürlich dann genial auch. Man ist einfach nah dran und man gerade bei diesen großen Dingern, da vibriert alles und das macht schon echt Spaß. Ich bin früher Motocross gefahren, also eigentlich erst sportlich und dann bin ich eigentlich, seit ich 15 bin ich Mofa gefahren oder eigentlich schon seit ich 13 bin, aber das darf man ja glaube ich hier gar nicht sagen, aber natürlich nur auf befriedetem Grund bei uns im Sauerland und dann ja mit 15 Mofa, mit 16 dann 125er und dann halt immer nebenbei Crossstrecke, was aber total anders ist, das ist total komisch, ich kann das mal zeigen. Gerade immer geschaltet und dann hier unten irgendwas gesucht und hing immer mit den Füßen unten im Leeren, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich wie ein Sofa ist. Man sitzt auf so einem Ding, man muss sich das vorstellen, echt so drauf, so Füße hoch und knattert so durch die Gegend. Ich auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal was trinken. Ich darf moin Hamburger Fährmaster singen. To my Oding, to my Oding. Dem Masten so schief, was es schimmer sehen bing. Oh my, oh day, oh day, oh. Ne? Ich hab so einen Hunger. Was hast du denn da drauf? Senf und was noch? Ketchup. Dankeschön. Bitteschön. Oh, lecker. Was ist denn eigentlich mit den anderen? Die müssen gleich eigentlich fertig sein mit drehen. Sollen wir die dann holen, die Gang? Von mir ist gern. Hoppe. Alright, die haben gerade angerufen. In 5 Minuten geht's los. Ja, bist du endlich. Wenn wir schon den Laden mal ein bisschen auf da. Als Hamburger kommen, um euch zu sagen, wo es lang geht. Wo ist der Rhein, Till? Hallo. Moment mal. Wenn ist der Rhein? So. Also wir könnten über den Rhein rüber und dann da, wo neu schon mal waren, weißt du noch? Ja, ins Bergische Rhein und dann hinten über diese, über diesen... Ja, aber lass mal diese kleine da wieder. Ja, die Kurvenstrecke würde ich gerne machen. Der Blonde meinst du? Nein. Da, wo wir den Kaffee getrunken haben. Ja, die Blonde haben wir ja. Obwohl, und dann geht's hoch auf den Hügel, wo wir dann über... Wir müssen diesen warten auf Jens, damit er mitkommt. Ja. Also, immer rechts ranfahren, bringen. Das ist, weißt du. So, und dann haben wir hier noch schöne Liegewiese. Also, wollen wir das so machen oder anders? So machen wir das. Ja, also. Wir machen es anders. Aber ich treffe euch ja wieder in Köln am Dom. Ja? Also, sagen wir mal, ich gehe deinen Kaffee an.